gerade aktuell stattfindet. Und wir haben uns gedacht, das ist für uns Anlass genug, um eine Ausstellung hier auf dem Alex zu organisieren, die sich mit dem Thema Polizeigewalt in Deutschland beschäftigt. Und ihr seid, können wir ein bisschen Werbung vielleicht machen für eure Organ, für eure Orga? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir sind einfach eine kleine Gruppe, die immer guckt, wo sind gerade Themen, die vielleicht einfach wichtig sind zu behandeln. Und genau, ich glaube, es gibt viele von diesen Gruppen und vielleicht, genau, wenn jemand das von so einer Gruppe hört, dann ist er, glaube ich, auch schon motiviert, einfach zu denken, okay, es gibt viele andere davon, die einfach auch gerade was, eine coole Aktion machen und haben vielleicht auch wieder Lust, irgendwas anderes zu starten. Und vielleicht können wir einfach das Thema auch ein bisschen so in den Fokus rücken, dass es halt ein bisschen über den linksradikalen Kreis noch hinausgeht, sondern wir haben es extra hier am Alex halt gemacht, um halt auch Leute anzusprechen und mit denen das Thema halt näher zu bringen, um ihnen zu zeigen, dass es halt ein Alltagsding ist und nicht nur Leute betrifft, die halt im schwarzen Block sind. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie so Bürgerinitiativen sucht oder ähnliches, dann guckt einfach mal in eurem näheren Wohnumfeld. Überall tut sich was, überall ist was los, überall kann man sich engagieren. Ja, wir waren auch erstaunt über die Unterstützung, die wir doch bekommen haben. Am Anfang standen wir nur für diese großen Idee und wussten nicht, wie wir das umsetzen können. Und gemeinsam viele Köpfe, die sich dazu Gedanken machen, haben es jetzt hier auf die Beine gestellt. Genau, und wir haben auch finanzielle und so organisationelle Unterstützung bekommen halt. Können wir jetzt alles nicht so sagen, aber ist auf jeden Fall sehr toll. Und ich glaube, es geht, wenn man einfach dafür engagiert und man findet auf jeden Fall immer auch Mitstreiter, die das Interesse teilen und so. Und das finde ich super. Heute Abend oder heute Nachmittag um 16.30 Uhr wird es noch eine Kundgebung auch hier direkt bei unserer Ausstellung geben zum Thema rassistische Polizeigewalt. Morgen wird es jemanden geben, der hier auch eine Kundgebung hält, auch anlässlich unserer Ausstellung. Und so ein bisschen einen Einblick uns hoffentlich gibt, was gerade drinnen im Kongresszentrum passiert. Also es ist wirklich toll, was es da so an Unterstützung gab. Vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen zur Linie, zur der Ausstellung. Also wir haben ja, wie gesagt, versucht, so ein bisschen anschlussfähig zu halten und unsere Forderung ist ja vielleicht nicht so radikal, wie man wie viele das vielleicht gern haben würden aus der linken Szene. Ich würde auch eher sagen, man sollte weitergehen und gucken, wie kann man Polizei überhaupt auflösen und so, aber hier haben wir uns nur darauf beschränkt zu sagen, okay, es sollte ein unabhängiges Kontrollgremium geben und das ist in anderen Ländern auch durchaus möglich, es existiert schon und in Deutschland gibt es ein paar Versuchsmodelle, so, aber die sind immer ans Innenministerium gebunden, halt nie unabhängig. Und natürlich gibt es da immer rein schon Interessenkonflikte bei den Strafverfolgungsbehörden, das nicht wirklich anzugehen. Und tatsächlich sind von den 2000 Fällen, die jedes Jahr zur Anzeige gebracht werden wegen Verletzungen, Körperverletzungen im Amt, ist es ein Promilleanteil, der zur Verurteilung kommt. Und kann man sich also vorstellen, dass das aussichtslos ist, besonders wenn man dabei riskiert, eine Gegenanzeige zu bekommen. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, einfach eine unabhängige Stelle irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was ja nicht zu hochgegriffen ist eigentlich und wo man mit den meisten Leuten noch drüber reden kann, wie wir bis jetzt festgestellt haben. Also ich habe das Gefühl, die Resonanz ist bisher jetzt echt positiv. Was würdet ihr sagen? Hast du da vielleicht eine Übersicht? Was ist so der der Beste unter den Gegenanzeigen, so der Highscore, ist das jetzt die versuchte Gefangenenbefreiung oder die Körperverletzung oder? Einfach nur Widerstand gegen die Staatsgewalt reicht meistens schon. Ja. Und wenn dazu Körperverletzung noch kommt oder so, dann ist das schon gefährlich genug, glaube ich. Also genau, deshalb geht es sehr, sehr schnell und auch ohne große Beweislast sozusagen. Einfach, weil man sagt, okay, wenn eine Person verletzt wurde, dann muss ja sozusagen irgendeine Widerstandshandlung es gegeben haben. Sonst hätte der Polizist ja gar keine Gewalt angewendet. So wird es da ganz schnell argumentiert und schon hat man dann halt Widerstand gegen die Staatsgewalt irgendwie im Kasten so. Und das ist halt natürlich ein Grund, warum Leute dann davor zurückschrecken. Kann ich auch gut verstehen so. Aber eigentlich müsste es halt gemacht werden, weil man muss es natürlich auch politisch irgendwie aufbrechen. Ne? Also von daher sind die Zahlen der Anzeigen auch mit Vorsicht zu genießen, weil halt ganz wenige oder viele eben auch gar keine Strafanzeige stellen, weil sie sagen, ach, lasst mich lieber in Ruhe damit. Ne? Naja, und ganz häufig kann auch gar keine Strafanzeige gestellt werden, weil ganz unklar ist, wer überhaupt von den Polizisten oder Polizistinnen die Gewalt ausgeübt hat. Das ist auch eine der Forderungen, die wir hier stellen zum Thema Kennzeichnungspflicht. Rutsch mir aus dem Bild. Wir rutschen aus dem Bild. Wir gehen immer ganz dezent aus dem Bild. Ja. Genau. Also was mache ich denn, wenn ich auf einer Demo stehe und das Gefühl habe, das, was mir hier gerade widerfährt, ist nicht mehr rechtens? Was kann ich damit tun, wenn mir hinterher niemand sagt, wer das von den Polizistinnen oder Polizisten im Dienst getan hat? Ja. Hier sehen wir zum Beispiel auf dem einen Plakat, vielleicht können wir auch kurz rüberschwenken. Ja.
Gerne. Haben wir eine Kennzeichnungspflicht. Ich kann es jetzt nehmen. Genau, wir sehen halt, jemand wird gerade da nicht nur irgendwie festgenommen, sondern halt wirklich niedergetrampelt und mit den, mit dem links mit so einem Bambusstock da irgendwie bearbeitet und einer tritt halt drauf und die Leute haben alle keine Nummer und wahrscheinlich haben sie das halt präventiv gemacht, weil sie halt also vorhatten, jemanden so zu verletzen, ne? Also haben halt vorher ihre Nummern abgemacht und das zeigt, finde ich, schon ganz deutlich, dass es halt eine vorsätzliche Tat ist irgendwie. Und auch in Berlin gibt es jetzt seit kurzem die Kennzeichnungslist für Polizisten. Da sind dann so eine 5-stellige Nummern drauf, die zugeordnet werden kann. Also es ist kein Name, aber man kann es zumindest verfolgen. Aber oft werden diese Nummern, diese mit Klettverschluss so befestigt, werden oft dann getauscht zwischen den Bullen oder halt einfach abgeklebt mit Gaffertape. Also da ist einfach schon ein sehr, sehr hoher Widerstand bei der Polizei irgendwie generell da, dass überhaupt offen zu legen, halt wer gerade Gewalt ausübt, weil sie wollen halt irgendwie in der anonymen Masse irgendwie verschwinden ein Stück weit. Ja. Also es ist ja im Prinzip das, was so vielen Leuten, Demonstranten vorgeworfen wird, dass sie vermummt sind, anonym sind, aus einer anonymen Masse heraus Straftaten begehen. Das sieht man also auch auf der Seite. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass das alle sind. Ihr differenziert ja wohl auch, wie ich das sehe, sehr gut hier und niemand hält jetzt die Polizei für völlig überflüssig. Allerdings so eine Szene, wenn ich sowas sehe, ja, der Widerstand des Mannes, der da auf dem Boden liegt, ist offensichtlich gebrochen. Ja, also einfache Mittel zum Zwang, um Widerstand zu brechen, ist nach Polizeirecht ja zulässig. Die müssen sich ja auch wehren können, aber das sieht eher aus wie nach einem Wehrlosen, auf den eingetreten wird. Ja, hier gab es in Berlin auch Vorfälle von Polizisten, unabhängig von Demonstrationen, wo halt ein offensichtlich angetrunkener und verwirrter Mann malträtiert wurde. Also, ja. Und da oben zum Beispiel rechts bei dem Bild zum unabhängigen Kontrollgremium, das ist halt eine Frau, wie war eigentlich die Geschichte? Kennst du die genau, Julia? Oder, ich glaube, es jedenfalls ging darum, dass sie dass irgendwie eine Familie oder so festgenommen werden sollte bei zu Hause oder so, weil sie angeblich auch dann Widerstand geleistet hätten. Aber sie wurde dann erst so zugerichtet, tatsächlich auf der Polizeiwache. Genau. Und das heißt sozusagen, man kommt da rein und denkt, okay, jetzt ist die Sache irgendwie vorbei und der Widerstand, wie du sagst, ist gebrochen, weil auf der Wache kann man nichts mehr tun. Und dann wurde sie eben so übel zugerichtet, dass beide nicht nur die Augen, also so das blau geschlagen wurden, das Nasenbein, aber auch die Augenhöhlenknochen, also sozusagen ja, schon auf dem Schädel drauf, also wirklich ganz, ganz übel. Und genau, es ist keine linksradikale Demonstrantin oder so, sondern einfach eine Frau und die ganze Familie wurde sozusagen zugerichtet, aber sie eben ganz besonders. Und ich finde, da wird es auf jeden Fall ganz deutlich, dass wir so ein nicht nur eine Kennzeichnungspflicht, sondern eben auch so eine Kontrollinstanz irgendwie brauchen. Und in England und ich glaube auch Frankreich und in anderen Ländern in Europa gibt es auch schon, also es ist nicht komplett utopisch, aber hier scheint man es noch nicht so zu sehen. Es gibt halt einen hohen Widerstand, auch die Gewerkschaft der Polizei argumentiert immer wieder dagegen, dass das halt nicht gut wäre, weil ja dann die Beamten selbst angeblich zur Zielscheibe werden könnten. Aber eigentlich ist das überhaupt kein Problem, weil diese ganzen Nummern und die Verfolgung ja alles nur intern läuft. Ne? Also das, ich glaube, das ist wirklich einfach ein politischer Widerstand, den man halt nur angehen kann durch so eine Aktion wie hier. Oder Amnesty hat letztes Jahr auch dazu eine Kampagne gefahren, die ich auch ziemlich cool fand. Ja, zudem ist, wie ja bekannt ist, in Berlin sowieso einiges hier los gewesen in Sachen Polizeiführung. Niemand blickt da durch. Und ja, was ich so jetzt meine, ist, ich kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum die Gewerkschaften nun dagegen sind. Weil die Gewerkschaften müssen ja eigentlich ein ganz klares Interesse daran haben, für ihre Arbeitnehmer eigentlich auch ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Und das schafft man ja wohl dadurch, dass man eben auch diese schwarzen Schafe, so wie es immer bagatellisiert wird, die paar schwarzen Schafe, ja, die könnte man ja viel besser feststellen dann und auch der Gerichtsbarkeit überführen. Ja. Häufig ist das Argument auch, dass durch die Kennzeichnungspflicht die Polizisten oder Polizistinnen dann auch eventuell privat angegriffen werden könnten, wenn sie sich eben erkennbar machen müssen. Und die Länder, und in denen das eben schon länger gang und gäbe ist und in denen es zum Beispiel auch so ein unabhängiges Kontrollgremium gibt, zeigen eben, dass diese Gefahr, die da heraufgeschworen wird, eben nicht, sich nicht bewahrheitet hat. Also da kommt es jetzt nicht in vielen Fällen zu privaten Übergriffen.
Ja, ich habe auch als Argument gelesen, dass es irgendwie zu unberechtigt ist, dass die Anschuldigungen, die unberechtigten Anschuldigungen erhöht würden. Ja, wenn man die Leute halt nun nicht namentlich machen kann, dann ist ja klar, wenn ich weiß, der hat die und die Nummer, dann ist die Berechtigung, ist es berechtigt zu beschuldigen. Aber wenn ich die Nummer nicht weiß, dann kommt es sicherlich auch zu vielen unberechtigten Beschuldigungen. Also auch hier wäre wieder eine Kennzeichnungspflicht, auch im Sinne der Polizei und auch gerade der Bürger. Ja. Sehen wir genauso. Kann ich eigentlich nicht mehr so viel hinzufügen. Und ich glaube, manche Maßnahmen tatsächlich, die wir auch ausgestellt haben, daran sieht man, glaube ich, auch schon, wenn sie halt eingesetzt werden, sind sie eigentlich auf eine Art fahrlässige Körperverletzung zurück, also nicht mehr zu beschränken, sondern zum Beispiel wie bei einem Polizeieinsatz. Also wenn jetzt da die Hunde, die da schon in der Luft springen, wenn denen der Maulkorb abgenommen wird, dann ist natürlich klar, irgendwie da, dass da kein Auge trocken bleibt. Die kann man dann nicht mehr kontrollieren. Ne? Das ist dann wirklich eine Kampfmaschine. Also solche Sachen überhaupt einzusetzen, ist halt eigentlich fahrlässig. Und ich glaube, da die Idee dahinter ist eigentlich, auch jemanden nicht haftbar machen zu können. Der ist dann halt der Polizeihund, der das halt dann gemacht hat. Und dann kann man gegen ihn halt nicht juristisch vorgehen. Und dann war es das halt. Und das ist eine Art von Verstecken. So, genauso wie sie sich hinter den Masken und Polizeiuniformen verstecken, verstecken sie sich auch hinter diesen einzelnen Mitteln, die benutzt werden. Und das geht auf jeden Fall zu weit. Also vom Tierschutz mal ganz abgesehen, dass die Tiere da sozusagen instrumentalisiert werden, würde ich sagen, ist dieses Unkontrollierte wirklich unglaublich. Zum Beispiel bei den Pferden ist es auch so, dass die eingesetzt werden, teilweise um in ganze Demonstrationen reinzulaufen und über die Demonstranten hinweg rollen sozusagen und dabei viele verletzt werden. Und es hat natürlich auch, also wenn man also einen Huf an den Kopf kriegt, kann es halt tödlich enden, also ist ganz gefährlich. Und oft ist es aber auch so, dass sie halt natürlich zur Abschreckung und Einschüchterung eingesetzt werden und dann aber durch ihren Fluchtreflex einfach wieder wegrennen und dann auch natürlich unkontrolliert irgendwelche Menschen dabei niedertrampeln. Also das ist eigentlich eine Sache, die dürfte generell nicht sein. Ja? Polizeipferde in solchen Demonstrationsaufzügen zu verwenden, ist eigentlich, ja, wie gesagt, fahrlässig, weil entweder kann man sie nur hinstellen oder wenn man sie wirklich einsetzt, dann führt es auf jeden Fall immer zu Verletzungen von Demonstranten so. Und das dient nicht dazu, die Demonstration irgendwie in einem friedlichen Rahmen zu halten, ja. Und deshalb sollte solche Mittel auf jeden Fall verboten werden, ganz klar. Ja, ich habe gerade gesehen, als ich kam und hier die Zuschauer sehen das außer im Hintergrund, hier diese Polizeiwanne zu stehen. Ihr hattet vorhin mit denen gesprochen. Was ist denn jetzt los hier? Jetzt ist hier überall Blaulicht. Naja, die wollten sich wahrscheinlich nochmal melden. Wie haben die Polizisten denn auf diese Ausstellung reagiert? Kam da irgendwie was, was wollt ihr hier? Oder wurde das eher neutral behandelt? Wir waren etwas erstaunt darüber, dass sie doch in so starker Präsenz hier heute Morgen waren. Also als wir hatten die um 12 Uhr angemeldet, als wir um 10 nach 12 anfingen hier aufzubauen, war hier noch niemand zu sehen. Kaum waren wir 10 Minuten zugange, kamen sie und waren erstmal sehr unfreundlich. Haben sich dann zurückgezogen und in ihren Wagen da gesetzt. Man sieht es, ich schätze mal 12 Polizeibeamten und Beamtinnen, die nur dafür heute hier beauftragt sind, uns zu beobachten. Und als sie dann aber fertig waren mit Aufbauen, kamen sie tatsächlich alle 12 und stellten sich hier vor die Plakate und haben sich das, ich mag nur das zu beurteilen, was sie eben nach außen in Kund getan haben. Sie schienen sehr interessiert und der eine Polizist kam auch mit einem von uns näher ins Gespräch. Da ging es um die Räumung in der Lausitzer Straße. Und er meinte, für ihn sei es super schwierig gewesen, genau das für sich selber zu rechtfertigen, dass so viel Polizeieinsatz in der Lausitzer Straße dargeboten wurde, immens viel Geld dafür aufgewandt wurde, nur um diese Familie da zu räumen. Aber ich kann das immer schlecht einordnen, wie sich die Polizei dann hier tut. Sie schienen erstmal sehr freundlich und sehr interessiert und ja, andere sind auch komplett ausgerastet und haben, würde ich sagen, so Bild-Zeitungsargumentation gefahren und haben sich überhaupt nicht auf ein Gespräch eingelassen. Also das gibt es halt genauso. Die haben dann gesagt so, ja, Kinderschänder werden freigesprochen und wir müssen, wenn wir die Waffe ziehen, einen vierseitigen Bericht schreiben, wo ich überhaupt nicht verstehe, wo der Zusammenhang liegt. Weil ich denke immer, wenn jemand eine Waffe zieht, dann muss auf jeden Fall das gerechtfertigt werden. Also ich denke, das sollte... Auch wenn jemand ein Kind schändet und wird erwischt, werden auch mehr als 4 Seiten geschrieben drüber oder so, ja, von Gerichtsakten und Ähnliches. Also das ist schon komisches Rechtsverständnis. Ich glaube auch, und ich weiß auch nicht, was er meint, mit, dass der Person freigesprochen wird. Also ich glaube, da sind sich doch alle politischen Kräfte sehr einig, dass man da irgendwie hart gegen vorgehen muss. Und das wird auch, glaube ich, gemacht so. Aber das ist einfach eine Argumentation, glaube ich, die sich halt nicht darauf einlässt, überhaupt nur das Thema anzusprechen. Aber auch so eine Widerstände, glaube ich, muss man irgendwie berücksichtigen, aber darf sich von denen halt nicht unterkriegen lassen, ne? Und deshalb das halt sein lassen. Sondern es gibt eben auch
Polen, die anders denken und die eigentlich auch dafür offen sind. Und ja, die kann man erreichen. Man kann andere Leute erreichen, die hier über den Alex laufen. Und zuerst ist leider nicht so viel los, aber wie ihr seht, ist auch ein kleiner Schneesturm hier schon da. Und wir hoffen, wir erreichen auch ein paar Menschen zu Hause. Und wer weiß, der eine oder die andere mag vielleicht gerade in Berlin sein und mag heute noch vorbeikommen. Bis 18 Uhr sind wir noch hier. Morgen auch nochmal von 12 bis 18 Uhr. Ja, schönen Dank dafür.